Hallo, mein Name ist Ingo Lenzen und ich bin nicht nur Beiratsmitglied, sondern auch Rechtsexperte bei RightNow. Wie ihr wisst, betreibt RightNow die Internetplattform Geld für Flug. Wenn ihr also euren Flug nicht antreten könnt, gleich aus welchem Grund, dann habt ihr einen Anspruch gegen die Fluggesellschaft und zwar auf Rückerstattung der Steuern und Gebühren. Den Flugpreis als solchen, den kann man einfach nicht wieder zur Rückerstattung geltend machen. Aber die Steuern und Gebühren, die könnt ihr zurückverlangen. Nur, das Problem ist, die wenigsten Fluggesellschaften, die zahlen den Preis freiwillig zurück. Also habt ihr die Möglichkeit, euren Anspruch an Geld für Flug zu verkaufen. Die Frage, die uns jetzt häufig gestellt wird, ist, warum ist denn der Preis so niedrig, den Geld für Flug anbietet? Nun, das liegt daran, dass ihr im Kopf habt, wie teuer war denn tatsächlich der Flugpreis? Also zum Beispiel 400 Euro. Dann kann man nicht 400 Euro zurückverlangen von der Fluggesellschaft, weil die ja den Flug als solchen nicht zurückerstatten müssen, sondern, wie vorhin gesagt, nur die Steuern und Gebühren. Und diesen Anspruch, den kauft euch RightNow ab. Jetzt muss man wissen, dass RightNow den Anspruch nicht weiterverkauft, sondern ihn in eigenem Namen gegen die Fluggesellschaft geltend macht. Ihr habt damit überhaupt keinen Ärger mehr, denn wenn ihr den Anspruch an RightNow verkauft, dann bekommt ihr von denen euer Geld direkt und müsst euch um nichts mehr Sorgen machen. Nur der Anspruch ist halt nicht so hoch wie der Flugpreis, den ihr bezahlt habt, da ihr ja tatsächlich nur die Steuern und Gebühren zurückbekommen könnt. Übrigens, kleiner Tipp noch von mir, guckt mal in euren Büchern nach. Ihr könnt tatsächlich für die vergangenen 3 Jahre sämtliche Ansprüche für verpasste Flüge oder nicht angetretene Flüge noch zurückverlangen. Das heißt, die an RightNow, an Geld für Flug, verkaufen. Das gleiche Angebot gibt es übrigens auch bei bahnbuddy.de für nicht angetretene oder verspätete Bahnreisen.